Servus Leute, grüß euch, herzlich willkommen zu diesem neuen Video am YouTube-Kanal Alpine Momente. Ich bin heute mit zwei Kameras da, einmal GoPro Hero 9 und da mit meiner Sony RX100 III, und wir machen heute ein bisschen Real Talk. Ich bin am Überlegen, so in der nächsten Zeit einmal generell so ein bisschen Real Talk der Woche zu machen, zu unterschiedlichen Themen, die euch einfach so interessieren. Schreibt es mir gern unten rein in die Kommentare, ob ihr sowas öfter sehen wollt, ob solche Videos interessant sind für euch. Wenn ja, dann nehme ich mir gern für sowas Zeit. An und für sich wollte ich heute eigentlich drei Videos mitnehmen. Das erste wäre der Citywall-Klettersteig gewesen, der ist da drüben. Allerdings sind momentan gerade Bergputzarbeiten im Gange und der Klettersteig wird erst nächste Woche wieder eröffnet. Ich schaue, dass ihr das Video so schnell wie möglich rausschneidet, dann habt ihr diese Information gleich und ihr müsst nicht umsonst anfahren, falls ihr vorhabt, den Klettersteig zu machen. Grund 2 für dieses Video sind diese Schuhe. Das sind die Salewa Wildfire Edge. Die haben ein spezielles Befestigungssystem, sodass man besser klettern kann, angeblich. Ich habe diese Schuhe noch nie benutzt, heute hätte ich sie das erste Mal benutzt und ihr habt es nach einem Ausrüstungsvideo gefragt und da hätte ich das sehr gerne eingebaut. Und der dritte Grund ist eben, ich möchte mit euch über das Thema Höhenangst sprechen. Heute ist nämlich auf Insta vom Patrick aus Max Klan eine Nachricht gekommen, auf unserer Insta-Seite Alpine Momente. Der Patrick hat eine interessante Nachricht geschickt und ich denke, diese Frage beschäftigt viele von uns, die wir so gern in die Berge gehen. Der Patrick schreibt: Hallo Franz, ich danke dir in erster Linie für deine Videos von Graten, die ich wahrscheinlich nie selbst begehen, zumindest derzeit, werde. Es ist mein erstes wirkliches Wanderjahr und bin auch schon einiges gegangen. Aber was mich immer wieder begleitet, ist diese verdammte Höhenangst. Ich gehe zwar an solchen Stellen weiter, kann die Wanderung dann aber weniger genießen. Traumziele sind Hoher Göll und Hundstod. Momentan, eventuell nächstes Jahr, Batzmann Mittelspitze. Morgen werde ich erstmal die Barmsteine probieren und sehen, wie dies mit der Höhe ist. Auch wenn mir schlecht beim Gedanken ist, wie geht es dir oben in einer derartigen Höhe? Denkst du dir gar nichts oder blendest du dies einfach nur aus? Liebe Grüße aus Max Klan, Patrick. Also ich werde da immer wieder mal reinschauen, dass ich alles aufgreife. Im Wesentlichen geht es um das Thema Höhenangst. Und das ist ein Thema, das, glaube ich, jeden Bergsteiger, Alpinisten, Wanderer betrifft. Mich selber hat das auch betroffen und mich selber betrifft das nach wie vor. Der Patrick schreibt, es ist sein erstes Wanderjahr und im Zusammenhang mit Höhenangst muss ich da selber auch an mein erstes richtiges Wanderjahr zurückdenken. Ich gehe zwar schon seit meiner Kindheit in die Berge, aber richtig mit Bergsteigen habe ich erst begonnen, da war ich 19 Jahre alt ungefähr. Und meine erste richtig anspruchsvolle Tour war die Tour auf die Torsäule. Ich habe da ein Video heuer produziert mit dem Lindy gemeinsam. Ich verlinke euch das unten in der Beschreibung. Ihr könnt euch das gerne anschauen. Und bei dieser Torsäule habe ich damals genau das erlebt, was der Patrick eben geschrieben hat. Ich habe mich ausgesetzt gefühlt und ich habe Höhenangst gehabt. Warum habe ich das gehabt? Weil ich vorher noch nie alleine in so einer exponierten Gegend unterwegs gewesen bin. Ich war damals 19 Jahre alt, das Wetter war okay, es war kein wunderschöner Tag, aber es hat auch nicht geregnet, es war beständig. Und dadurch, dass es aber bedeckt gewesen ist, ist so ein bisschen düsterer Eindruck damals da gewesen und ich habe mich wirklich doch ein bisschen gefürchtet und habe Angst gehabt. Was habe ich dann da? Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich Angst hatte.
habe ich mich einmal niedergesetzt und habe die Eindrücke wirken lassen. Ich habe mich wieder gesammelt. Und erst, wie ich mich wieder gesammelt habe und wie ich selber bestimmt habe, ja, ich gehe jetzt dann weiter, dann bin ich weitergegangen. Ich habe aber einen enormen Respekt vor diesem Berg gehabt. Und danach ist erst die richtige Kraxelpassage gekommen, auch wenn ich vorher schon gewusst habe, in diesem steilen Grasfeld, wenn ich da ausrutsche, werde ich wahrscheinlich am Wandfuß unten landen, ist aber das richtig Schwierige erst danach gekommen. Und beim Raufkraxeln, durch diese leichte Kletterei, 2 Minus, habe ich natürlich auch Höhenangst gehabt, ich habe mich ausgesetzt gefühlt. Auch wenn du da nur 5 Meter abgestürzt wärst, aber du würdest dich halt sehr schwer dabei verletzen. Und immer in dem Moment, wo ich dann Angst gehabt habe, habe ich innegehalten, habe überlegt, kann ich da auch wieder sicher abklettern? Und wie ich diese Frage mit Ja beantwortet habe, ja, ich kann da wieder sicher abklettern, da bin ich dann eben wieder weitergegangen. Ja, und schlussendlich bin ich dann irgendwie, trotz dieser Ausgesetztheit, trotz dieser Angst, bin ich dann am Gipfel oben gestanden. Und am Gipfel ist mir dann bewusst worden, also da habe ich es wirklich gewusst, ich bin da raufgekommen, und ich werde es von den technischen Schwierigkeiten her meistern, dass ich sicher runterkomme. Und dieses Wissen, dass ich das schaffen werde, das hat mir einen Motivationsschub gegeben und das hat mich stärker werden lassen. Ich habe es dann natürlich geschafft, wie ihr seht, ich sitze da, ich bin gesund. Und diese Erfahrung, dass ich mich dieser Angst gestellt habe, hat mich stärker und besser werden lassen. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, wie man mit Höhenangst umgehen kann und wie man sich selber da am besten weiterentwickeln kann. Es heißt ja nicht umsonst Höhenangst. In diesem Wort sind 2 Wörter drin. Erstens das Wort Höhe und zweitens das Wort Angst. Du hast Angst vor etwas Bestimmtem. Du hast Angst vor der Höhe. Wie kann ich diese Angst überwinden? Die Antwort ist ganz einfach. Überlegt es einfach einmal weiter. Diejenigen von euch, die schon erwachsen sind und einen Führerschein haben, die fahren Auto. Wie ist es euch ergangen, wie ihr in der Fahrschule das erste Mal auf die Autobahn aufgefahren seid und in Österreich mit maximal 130 km/h, in Deutschland vielleicht mit über 200 km/h, die Autos auf der linken Seite bei euch vorbei gebrettert sind? Habt ihr euch da wohl gefühlt oder habt ihr da Angst gehabt? Wenn ihr dann von der Autobahn abgefahren seid oder wenn es eine Verengung gegeben hat, wenn es von 3 Spuren auf 2 zusammengegangen ist, wenn viel Verkehr gewesen ist, habt ihr da Stress, habt ihr da Angst gehabt oder habt ihr euch da wohl gefühlt? Die meisten, die so eine Situation vorher noch nicht erlebt haben, für die so eine Situation neu gewesen ist, werden in dieser Situation Furcht, Angst, Respekt, so irgendwas gehabt haben. Und wenn ihr aber jetzt den Führerschein schon länger habt mittlerweile und euch beim Autofahren weiterentwickelt habt, wie geht es euch jetzt, wenn links ein Auto mit 140 km/h vorbeibrettert und ihr nur 100 km/h drauf habt? Schreckt euch das? Habt ihr da noch immer Angst? Oder passt euch den Verkehr an? Wie ist es in Deutschland? Die Geschwindigkeiten, habt ihr da Angst, wenn ihr jetzt mehr aufs Gas steigt? Oder ist das ein bisschen Normalität geworden? Bei mir ist es so, in meinem Empfinden, ich habe mittlerweile sehr, sehr viele 100.000 Kilometer schon mit dem Auto zurückgelegt und ich habe beim Autofahren überhaupt keine Angst mehr. Ich habe beim Autofahren eine Routine drinnen. Ich habe mich dieser Angst gestellt. Ich bin öfter Auto gefahren, beim Einparken genau das Gleiche. Beim ersten Mal kommst du schwer irgendwo rein. Wenn du das 100 Mal machst, tust du irgendwann einmal viel leichter. Ich habe mittlerweile keine Angst mehr vor dem seitlich Einparken, weil ich es kann. Ich habe mir das Ganze angeeignet. Und das heißt, grob übersetzt, wenn du eine Angst hast, stell dich der Angst und übe so lange, bis das, wovor du Angst hast, Normalität für dich wird. Wenn ich das jetzt dann übertrage auf Höhenangst, bedeutet das, du hast vor irgendwas Angst und du willst
einen Genuss dabei erleben, in die Berge zu gehen, wenn du auf den Baumsteinen oben stehst und da geht es 100 Meter runter, du wirst nicht Angst davor haben, weil du runterschaust, sondern du wirst es genießen, die Freiheit oben, den Ausblick oben, das wirst du genießen. Und wie wirst du das schaffen oder wie wirst du das genießen können, indem du keine Angst mehr hast, wenn du runterschaust. Und dieses Ziel kannst du nur erreichen, indem du dich der Angst stößt. Der Weg, wie du dorthin kommst, der ist unterschiedlich. Der ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Mein erster 4000er war der Gran Paradiso, ein sehr einfacher 4000er. Es gibt viele Menschen, die schon auf einem 4000er oben gewesen sind. Die meisten werden einen einfachen als ersten 4000er gewählt haben. Es gibt natürlich Ausnahmen. Ein paar wird es sicherlich geben, deren erster 4000er gleich das Matterhorn oder das Weißhorn gewesen ist. Aber das ist die Minderheit. Der Großteil wird sich einen Weg suchen, der für ihn einfach und realistisch zu erreichen ist. Und der ist einfach immer Step by Step. Wenn du Skifahren lernen willst und noch nie auf Ski gestanden bist, dann wirst du auch nicht das erste Mal freiwillig in eine schwarze Piste reinfahren. Dann wirst du zuerst einmal einen Kurs machen und dann wirst du mal auf einer blauen Piste anfangen und wenn du die sicher runterkommst, wirst du mal auf eine rote Piste gehen und dann erst irgendwann einmal, wenn du die rote sicher drauf hast, wirst du in eine schwarze reingehen. Und so wirst du das Ganze eben gewohnt und wirst da eben besser. Und beim Bergsteigen im Zusammenhang mit der Höhenangst kann ich einfach euch jetzt an meinen Weg mitgehen, wie ich damit umgegangen bin. Also meine erste Tour, wo ich mich dieser Angst gestellt habe, bewusst gestellt habe und wo ich sehr viel stärker danach geworden bin, war die Torsäule. Das heißt jetzt nicht, dass jeder auf die Torsäule gehen muss oder soll, weil ich habe vorher schon sehr, sehr viele Wanderungen gemacht und habe auch vorher schon sehr, sehr viele andere Touren gemacht, wo ich mich halt eingeschätzt habe und mir gedacht habe, das ist der Next Step für mich. Überlegt einfach, wo ihr jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo ihr gerade seid, steht. Was war denn so das Schwerste, was ihr vorher gemacht habt? Wart ihr da noch gerade irgendwie in der Komfortzone oder war das vielleicht sogar schon über eurem persönlichen Limit? Wenn das über eurem persönlichen Limit war, dann würde ich euch empfehlen, geht einmal einen Schritt zurück und macht noch was, was ein bisschen leichter ist und schaut, dass ihr in diesem Bereich in die Komfortzone kommt, dass das für euch Gewohnheit wird. Wenn ihr euch da wohlfühlt, dann macht den nächsten Schritt. Dann geht es wieder dahin, wo ihr vorher vielleicht Angst gehabt habt und ihr werdet wahrscheinlich feststellen, dass es jetzt bei weitem nicht mehr so schlimm ist wie beim letzten Mal. Wenn ihr euch da sicher und wohlfühlt, dann macht es wieder den nächsten Schritt. Dann geht es wieder ein bisschen eine schwerere Tour. Dann klettert halt vielleicht einmal Torsäule beispielsweise, wenn ihr die gemacht habt und ihr fühlt euch da sicher, macht ein paar andere leichte Zwarer-Sachen. Geht auf die Schönfeldspitze rauf und wenn ihr das dann alles gut drauf habt, dann könnt ihr mal zum Beispiel an den Werfner Hochthron denken oder solche Sachen. Und wenn ihr das alles gut drauf habt, dann könnt ihr euch immer so Step für Step weiterentwickeln. Mit meiner Schwester habe ich voriges Jahr Klettersteig gehen begonnen. Die hat ihr Limit auch nur kontinuierlich langsam nach oben gepusht. Und immer dann hat es nach oben gepusht, wenn ich als Erfahrener mit ihr dabei gewesen bin, sodass sie gleich auch Feedback bekommen hat von mir. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ja, ich schaue jetzt da gerade nochmal in die Nachricht von Patrick rein. Zusammenfassend eben, wie geht es dir oben in einer derartigen Höhe? Denkst du dir gar nichts oder blendest du das einfach nur aus? Nein, ich kann das nicht ausblenden, es beschäftigt mich immer wieder, aber es gibt halt Sachen, wo ich mittlerweile in der Komfortzone drinnen bin. Ich weiß natürlich, da darf nichts passieren, aber es bereitet mir keine Angst mehr. Heute bereitet mir das keine Angst mehr, wo ich vor 5 Jahren vielleicht 1000 Tode gestorben wäre, weil ich mein Limit kontinuierlich nach oben verschoben habe. In einer derartigen Höhe, wenn ich die technischen Schwierigkeiten drauf habe, dann denke ich mir da einfach nichts mehr dabei. Ich denke mir nur was dabei, wenn ich sehe, da geht es eine Wand auf, die ist so und so hoch
und ich muss vielleicht sogar vorsteigen, dann überlege, bevor ich einsteige, ob ich das wirklich kann und ob ich das will. Weil wenn diese Tour an meinem persönlichen Limit ist und es geht da extrem weit rauf, dann ist das ein ziemlich großer Druck für mich und dann entscheide ich im Vorhinein, ob das nicht vielleicht sogar aktuell noch zu viel ist. Und wenn das zu viel ist, dann gehe ich auch einen Schritt zurück, so wie ich es heuer gemacht habe und wo ich einige Touren gegangen bin, Klettertouren, die einfach leicht sind. Wo ich einen Vierer im Vorstieg gemacht habe, nur 3-4 Seillängen oder was, alpin. Aber dann fühle ich mich in diesem Gelände einfach wohl und kann dann irgendwann einmal selber später den Next Step machen. Also ich würde der breiten Masse, die diese Frage stellt, empfehlen, verschiebt eure Grenzen nur langsam. Und wenn ihr keine große, damit meine ich jetzt wirklich groß im Zusammenhang mit mir, und ihr nicht mindestens so viel Erfahrung habt, dann verschiebt euch eure Grenzen gemeinsam mit jemandem, der extrem viel Erfahrung hat, der euch dabei begleitet, weil das Allerwichtigste ist, wenn ihr rauf geht, dass ihr auch wieder heil runterkommt, dass ihr von euren Erlebnissen erzählen könnt, dass wir an euren Erlebnissen dran teilhaben können. Hat euch das Video geholfen? Schreibt es mir unten ein in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Gebt ihm einen Daumen nach oben. Wollt ihr sowas wieder mal sehen? Schreibt es mir unten rein in die Kommentare. Habt ihr sonst welche Fragen? Lasst sie mir zukommen, schreibt sie unten in die Kommentare rein. Schreibt uns auf Instagram alpine Momente. Und wollt ihr ein richtig cooles Video nicht verpassen, wie es am Sonntag erscheint, dann jetzt Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren. Ich hoffe, ich habe vielen Leuten weiterhelfen können. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Werk heil, bleibt's geil. Ciao, pfiat euch, euer Franz. Peace.